Liebe Astrofreunde, herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben hier im Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg zu einer neuen Folge der Astro Basics. Das Team von Urknall, Weltall und das Leben hatte beschlossen, keine Videos zum Thema Corona zu drehen. Stattdessen möchte ich heute auf ein Sternbild aufmerksam machen, was, so ist es halt, den Namen Corona in sich trägt. Und zwar die nördliche Krone, die Corona Borealis. Ist ein hübsches Sternbild, wie wir gleich sehen werden. Ich habe hier mal angezeichnet, wie man dieses Sternbild finden kann. Man bedient sich da des sogenannten Star-Hoppings, also des Sternenspringens. Wenn man von bekannten Sternbildern, die man sicher weiß, ausgeht, kann man sich dann sozusagen schrittweise weiterhangeln. Und ein bekanntes Sternbild, ich glaube, das findet jeder am Himmel, wenn es klar ist, es ist ja auch immer zu sehen, ist das Sternbild Großer Wagen. Also ein Teil des Sternbilds Große Bären bildet diese Konstellation hier, der Große Wagen. Wenn wir den Großen Wagen einmal gefunden haben, im Moment ist er also ziemlich zenitnah über uns zu finden, dann können wir von der Deichsel aus so eine Art Bogen schlagen zu einer Kette weiterer Sterne, bis wir auf einen wirklich sehr hellen Stern treffen. Das ist einer der hellsten Sterne am Nordhimmel, das ist der Stern Arctur. Ich schreibe das mal dazu. Ist ein auffällig rötlich leuchtender Stern, Arctur. Und dieser Stern ist der hellste Stern des Sternbildes Bärenhüter. Das habe ich hier mal so angedeutet. Ja, und wenn man das gefunden hat, das ist also auch markant, das bildet wie so eine Art Keule, also das ist so etwa in südlicher Richtung momentan, also hoch am Himmel, aber in südlicher Richtung, so eine Art Keule, die sich nach oben erstreckt. Und davon, links davon, also östlich davon, findet man eine solche im Kreis oder im Halbkreis angeordnete Sternengruppe. Und das hier ist die nördliche Krone, die Corona Borealis. Warum nördliche Krone? Nun, weil es noch ein zweites Sternbild gibt, namens Corona. Das ist die südliche Krone, die Corona Australis. Allerdings steht die am Südhimmel und ist von uns hier in Deutschland aus, naja, wenn man Glück hat, im Süddeutschland, gerade über dem Horizont, sind noch ein paar Sterne zu erkennen von der südlichen Krone. Und zwar muss man, wenn dann weiter im Sommer, die Milchstraße im Süden in den Horizont mündet. Dort ist das Sternbild Schütze und unter dem Sternbild Schütze, noch weiter zum Horizont hin, befindet sich das Sternbild Corona Australis. Also so ein ähnlicher Bogen, nicht ganz so augenfällig wie die nördliche Krone. Ja, also, das ist wirklich ein hübsches Sternbild, kann man mal versuchen. Und da ich das also hier nur so unvollkommen hinzeichnen kann, habe ich also hier nochmal ein Bild gezeigt von unseren Überwachungskameras. Hier sieht man den gesamten Himmel, wie er jetzt vor einigen Tagen hier über Sonneberg zu sehen war. Viele Sterne und auch so ein paar Striche, die gehen von Flugzeugen aus. Und jetzt blenden wir ein diese Sternbildlinien, die ich gerade hier an der Tafel gezeigt habe. Wir sehen also den Großen Wagen, wir sehen den Bärenhüter und wir sehen die Krone. Das kann man ja anhalten und sich zu Hilfe nehmen, wenn es klar wird, draußen und einfach schauen, wo sind die entsprechenden Sterne. Damit könnte es eigentlich schon genug sein, um auf dieses Sternbild aufmerksam zu machen. Aber ich möchte noch auf eine Besonderheit in diesem Sternbild hinweisen. Und zwar gibt es einen ganz berühmten Stern, der steht ungefähr hier so. Rot ist falsch. Das ist also eher ein gelber Stern, gelblich leuchtender Stern, so wie unsere Sonne, ein bisschen heißer als unsere Sonne. Und zwar ist das der Stern R Corona Borealis. Dieser Stern ist ein sogenannter veränderlicher Stern, also ein Stern, der seine Helligkeit ändert. Und dass dieser Stern, der ist also ziemlich lichtschwach. Man kann ihn momentan mit bloßem Auge, wenn der Himmel gut ist, sehen. Mit einem Fernglas sieht man ihn definitiv momentan, aber für manche Zeiten verschwindet dieser Stern.
Und das ist wirklich erstaunlich. Es gibt eine eigene Klasse von diesen Sternen, die R-Coronae Borealis-Sterne, die sich dadurch auszeichnen, dass sie über viele Jahre hinweg ganz normal vor sich hinscheinen und plötzlich werden sie nicht wie andere Sterne mitunter heller, sondern sie werden schwächer, deutlich schwächer. Und zuerst hat das 1795 ein Engländer bemerkt, Edward Piggott. Dem ist aufgefallen, hoppla, dieser Stern ist manchmal nicht da. 1850 hat dann dieser Stern eine Bezeichnung bekommen, eben der Stern R. Man hatte durch Friedrich Wilhelm Argelander, einen Bonner Astronom, der sich also intensiv um solche Sterne gekümmert hat, um solche veränderlichen Sterne. Damals hat man alles gesammelt, was sozusagen ungewöhnlich am Himmel war. Also Sterne, die ihre Helligkeiten ändern, das war schon etwas Ungewöhnliches. Man hat dann also solche Sterne immer den Sternbildern zugeordnet und hat sie einfach durchnummeriert mit Buchstaben. Und der erste Buchstabe, mit dem man begonnen hat, war R. Dann S, T und so weiter, weil man dachte, naja, so viele Sterne kann es da eigentlich nicht geben. Später hat man dann angefangen, zwei Buchstaben zu nehmen und als die auch nicht mehr ausreichten, hat man dann gesagt, okay, wir nennen das V für veränderlich und eine Nummer und dann das Sternbild. Gut, das aber bloß nebenbei. Dieser Stern, wie gesagt, zeichnet sich dadurch aus, dass er lange Zeit konstant ist und dann wirklich extrem lichtschwach wird. Und zwar um den Faktor 1500. Das muss man sich mal vorstellen. Plötzlich ist er wirklich in Größenklassen, wem das etwas sagt, ist er 8 bis 9 Größenklassen schwächer. Für einige Monate, mitunter auch für einige Jahre. Ich habe hier mal eingeblendet die sogenannte Lichtkurve. Man sieht also hier auf der X-Achse abgetragen die Zeit bis etwa 2017. Man sieht also den Stern, wenn er oben ist, ist er hell. Und ab und zu zeigt er solche Einsenkungen. Das heißt also, das Licht des Sternes wird schwächer und dann wieder heller. Und ganz am Ende, also Richtung 2017, also seit 2007, ist der Stern also in ein deutliches Minimum gefallen. Das heißt, er ist innerhalb von 33 Tagen, ist er also um Faktor 1000 schwächer geworden. Und die große Frage ist natürlich, wie kommt das? Und inzwischen ist der Stern natürlich einige Male auch mit großen Teleskopen, mit dem Hubble-Teleskop beispielsweise untersucht worden. Und man hat also festgestellt, nicht nur mit dem Hubble-Teleskop, auch mit anderen Beobachtungen, mit spektralen Messungen, dass es sich hierbei um einen Stern handelt, der eigentlich sogar etwas masseärmer ist als die Sonne, also nur so 80-90% der Sonnenmasse aufbringt. Allerdings über 80 Mal so groß, wie die Sonne ist. Also ein Riesenstern, aber nicht besonders schwer, sondern eigentlich sogar leichter. Und das Interessante ist, dass dieser Stern, anders als unsere Sonne, im Wesentlichen aus Helium besteht. 90% dieses Sternes ist Helium, also schon von Wasserstoff zu Helium gebrütetes Helium. Und Kohlenstoff findet man auch, ungefähr 9% und nur noch 1% Wasserstoff. Und das Rätsel für die Astronomen ist, wie konnte ein solcher Stern entstehen? Das ist nicht ganz klar. Und was tut sich da eigentlich? Zur Entstehungsgeschichte des Sternes kann man sagen, man vermutet, dass dort zwei Zwergsterne verschmolzen sind und haben also diesen Riesenstern gebildet. Und das Interessante ist halt die Frage, wieso wird dieser Stern mitunter so lichtschwach? Was passiert da eigentlich? Und da hat man festgestellt, dass um diesen Stern herum sich zu gewissen Zeiten Rußwolken bilden. Also richtig Kohlenstoff, der also verklumpt und das Licht verschluckt. Und wahrscheinlich gibt es dichte Wellen, Schockwellen in der Atmosphäre dieses riesengroßen Sternes. Dadurch wird also Kohlenstoff bei entsprechenden Temperaturen, flockt das sozusagen aus, bildet kleine Teilchen, die sind ja wirklich sehr klein, 5 Nanometer groß, hat man nachgewiesen, und die bilden also Rußwolken und diese Wolken umhüllen dann den ganzen Stern und verschlucken das Licht für eine gewisse Zeit. Und natürlich strahlt der Stern dahinter weiter, das heißt also, diese Rußwolken werden dann nach und nach außen gedrückt. Irgendwann sind sie so weit in den Weltall vorgedrungen, dass sich das wieder auflöst bzw. dann nicht mehr relevant ist und in unserer Sichtlinie diese Beobachtung nicht mehr stört.
Ja, das soll etwas zur Geschichte dieses Sternes sein. Aktuell ist der Stern wieder auf seine Normalhelligkeit zurückgekehrt. Wir sehen hier nochmal eine Lichtkurve, die wir hier an der Sternwarte Sonneberg erzeugt haben. Unsere Kollegen Walter Fürdich, Eberhard Spittgerber und Mario Ennis haben sich diesen Stern, unter anderem diesen Stern vorgenommen und über Jahre hinweg fotografiert und ausgewertet. Und man sieht also, dass in den letzten Monaten der Stern wieder auf die Maximalhelligkeit sechste Größe ungefähr zurückgekehrt ist. Das heißt, wir haben im Moment die Chance, ihn zu sehen. Nehmt also mal ein Fernglas oder geht raus und schaut euch an, wo dieser Stern steht. Und ich habe hier nochmal ein Bild eingeblendet, in dem herausvergrößert aus einem unserer Aufnahmen nochmal die nördliche Krone eingezeichnet ist und die Position des Sterns R Coronae Borealis eingezeichnet ist. Wer sich für diese Thematik veränderliche Sterne interessiert, dem kann ich empfehlen, Verbindung aufzunehmen mit einer Gruppe von Enthusiasten, die solche Sterne häufig beobachten. Das ist die BAV, die Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne. Und dort findet man unter bav-astro.de weiterführende Informationen. Aber auch so einfach mal dieses Sternbild suchen, R Coronae Borealis, also die Corona Borealis finden und dann vielleicht mit Glück auch diesen Stern zu finden, ist meine Empfehlung für den heutigen Abend. Ich möchte natürlich, wie immer, noch eine kleine Rechenaufgabe stellen, die wir nun im Folgenden an der anderen Tafel hier aufzeichnen. Wir stellen heute mal eine relativ einfache Aufgabe. Und zwar wollen wir ermitteln, auf welche Geschwindigkeit diese kleinen Rußpartikel durch die Strahlung des Sterns beschleunigt werden müssen, um den Stern verlassen zu können. Also mit anderen Worten, wie groß ist die Fluchtgeschwindigkeit, um von diesem Stern sich entfernen zu können. Dazu nehmen wir folgende Größen. Die Masse des Sterns R Coronae Borealis sei also, wir hatten gesagt, 0,8 bis 0,9 Sonnenmassen. Also nehmen wir mal 0,85 Sonnenmassen an. Und die Größe des Sterns war 85 mal so groß wie die Sonne, also der Radius dieses Sterns R ist also 85 mal so groß wie der Sonnenradius. Ja, diese beiden Angaben reichen eigentlich schon, um das ausrechnen zu können, wie groß ist die Fluchtgeschwindigkeit von R Coronae Borealis, also auf welche Geschwindigkeit müssen diese kleinen Rußpartikel beschleunigt werden, um sich vom Stern entfernen zu können. Jeder kann sich an diesem Problem versuchen und in 2 Tagen präsentieren wir das Ergebnis. Bis dahin, viel Spaß, bleibt gesund, schaut mal in den Himmel, ihr wisst, die wesentlichen Dinge passieren da oben.